Hallo Leute, ja, wir sind hier in Wilnsdorf. Da ist hier ein Häuschen und wir müssen da eine Bushaltestelle bauen, damit wir das anbinden und dann müssen wir hier einen Stadtbus einrichten. Ne? Hier guckt's Logo und dann gehen wir wohl zu Bildschirm und dann machen wir das. So, dann bauen wir hier eine Straße. Zwei, dann muss er hier der Bushaltestelle hin. Dann passt das. Und dann brauchen wir eine neue Linie. Die können wir hier einrichten, indem wir die Kutsche da drauf setzen, weil wir haben ja keine Kutsche. Die vom Hafen ist ja weg, weil wir da unten mit Zug angebunden haben. Das dahin und dann Fahrplan. Dann hier neuen Fahrplan. Das wird dann der Stadtbus Willensdorf. Schuss steht jetzt hier oben, dann passt das. Da eigener Fahrplan nicht, sondern Stadtbus Willensdorf. Den halt. Nee, das passt so nicht. Habe ich schon gemacht, oder? Oder nicht? Noch kein Fahrplan vorhanden. Habe ich umgeändert, aber naja, ja gut geklappt, ne? Okay, dann machen wir das nochmal mit hier. Stadtbus Wilnsdorf. Wo ist er? Da unten. Fahrplan. Da nach da. Passt. Schließen. Stadtbus Wilnsdorf. Starten. Läuft, oder? Kutsche verlässt Depot. Sieht gut aus. Steht hier schon einer? Nein, noch nicht. So schnell geht es dann doch nicht. Naja, die müssen erst von dem Haus bis dahin laufen, dass das klappt, ne? Okay, gibt es denn hier noch welche Fahrgäste? Nein. Na, das ist ja das gleiche halt. Da gibt es auch keine Fahrgäste. Wie sieht es hier unten aus? Da stehen 90 Passagiere. Ettlingen, Aachen, Bad Zwischenahn, Erlangen, Friedrichs. Die sind alle weg. Die fahren alle weg bis auf Wilnsdorf Burg. Also 15 stehen hier, die vom Zug abgeholt werden müssen. Wo ist der Zug da? Und der hat gerade mal zwei von zum Rathaus. Wie viele stehen hier unten dann noch? Keine. Ist klar, weil er gerade hier war. Okay, hier ist jetzt nichts generiert, dann passt das erst. Gut, dann haben wir Willensdorf. Jetzt gehen wir mal auf die Karte und schauen weiter. Willensdorf war hier, dann gehen wir hier nach Ettlingen. Ettlingen ist alles okay. Dann Bünde. Oh, Bünde braucht neues. Neue Haltestelle. Stadtbus gibt es hier schon. Das heißt, wir müssen da verlängern. 1, 2, da müssen wir da hin. Da müssen wir da Geländebauarbeiten machen. Und zwar das. Da so. Kann weg. Straße hin. Passt. Und da eine Bushaltestelle gesetzt. Das Häuschen ist abgedeckt. Wunderbar. Stadtbuslinie ändern wir. Bünde, Stadtbus, Bünde. Machen wir ein bisschen eingrenzen da. Fahrplan ist Bünde Rathaus, Bünde Wachs, dann wieder Bünde Rathaus, dann Bünde Georgsplatz. Heißt der Georgsplatz? Ich glaube ja, ne, oder? Georgiplatz. Gut, dann haben wir das angepasst. Das ist schon mal sehr schön. Hier kommt gerade ein Zug reingefahren. Mit 44 Passagieren, der macht auch gut Plus. Oh, jetzt noch mehr Plus. Das waren 5.000, die dazugekommen sind. Alles gut. Wie sieht es hier unten aus eigentlich? 536, eine halbe Million Miese. Aber ich glaube, wir hatten schon mal 600.000 Miese. Das läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, die Kutsche kann jetzt wahrscheinlich auch reichlich Passagiere weiter befördern. Aber doch, Bünde Max-Beckmann-Straße gibt es 7 Gäste. Dann heißt es, ja, na, muss sie zweimal fahren, ne? Gut, Bünde haben wir erledigt. Dann sind wir bei Willig, war das hier, ne? Hier ist alles im grünen Bereich bei Willig. Hier unten sind wir dann als nächstes bei Bayreuth. Oh, da können wir auch was bauen. Die Städtchen wachsen, das ist gut. Das heißt, 1, 2, da muss da die Bushaltestelle hin. Hier, dann ist das auch abgedeckt, sehr gut. Und hier gibt es aber keine Linie mehr, die da runterfährt, weil die haben wir ja abgeändert jetzt in Zuglinie. Früher fuhren da ja Kutschen runter. Das heißt, wir müssen hier einen neuen Stadtbus anlegen. LKW, das,
das. Fahrplan. Kein eigener Fahrplan, sondern Linie. Neue Linie. Stadtbus bei Reut. Schuss. Passt. Auswählen. Von da nach da. Linie fertig. Bedient jene Stadtbus Bayreuth. Können wir schließen. Kann fahren. Haben wir das auch? Bayreuth wächst auch schon mal. Sehr gut. Dann gehen wir hier rüber und zwar nach Zweibrücken. Da ist aber alles in Ordnung noch. Von Zweibrücken gehen wir mal nach Lüneburg. Da ist auch alles in Ordnung. Dann Gütersloh. Gütersloh ist auch abgedeckt. Von Gütersloh gehen wir nach Königsbrunn. Königsbrunn ist auch abgedeckt. Dann nach Jena. Jena ist auch alles abgedeckt. Passt. Dann nach Köln. Ist auch abgedeckt. Neubrandenburg. Auch alles abgedeckt. Achim. Ist auch gut. Bad Mergentheim. Ist auch okay. Friedrichsdorf. Ist auch gut. Wir haben hier schon mal schön Straßen ausgebaut. Das ist schon mal gut. Dann sind wir hier bei Schwandorf. Auch nichts Neues. Lippstadt. Lippstadt steht der Zug da. Gucken wir mal rein. 43 Passagiere. Der wartet da zu lange. Dann lass uns mal gerade in den Plan gehen. Der muss öfter fahren. Nicht einmal im Monat, sondern nicht 154, zweimal im Monat. Dann passt's. Dann wird er häufiger fahren, denke ich. Das passt schon, denke ich. Erlangen. Oh, Erlangen müssen wir auch ausbauen. Lass uns gerade noch nach Winenden gucken, weil da ist nichts, da ist Ende. Dann gehen wir hier wieder hin und dann müssen wir hier was ändern. Allerdings muss die Dingens hier hin und das klappt nicht so, ne? Eigentlich müssten wir gerade gucken, dass die Kutschen alle rumfahren, aber das wird sowieso nicht so klappen, oder? Ja, wir machen das jetzt, dass wir jetzt gerade was abreißen. Geht das damit? Nö. Also damit. Und dann brauchen wir das. Und dann brauchen wir das. Und dann müssen wir schnell die Straße wieder bauen. So. Jetzt können die da wieder langfahren. Das kann alles zu. Jetzt brauchen wir noch eine Bushaltestelle. Das muss wieder auf. Und die muss jetzt hier hin. Dann ist das Haus abgedeckt. Und dann gucken wir mal gerade, wer hier ist. Erlangen-Hafen, die Linie. Die müssen wir dann abändern. Erlangen-Rathaus, nach Erlangen-Zweighafen. Dann nochmal wieder Rathaus und dann hier hin. Dann passt das. Wie viele stehen denn hier so? Sechs. Und die wollen auch noch zur Burg. Das heißt, von hier kommt gar keiner, oder was? Fahren weg, fahren weg, fahren weg, fahren alle weg. Da ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass die nochmal einmal hin und her fahren. Dann können sich da ein paar mehr Leute ansammeln, die dann vielleicht zum Hafen wollen. Ne? Gut, wenn Ende hatten wir geguckt, dann ist es eigentlich erstmal schon durch, oder? Ja, können höchstens mal gerade noch hier so eine Liste aufmachen mit Haltestellen und schauen, wo die meisten Leute stehen. Ach nee, das war falsch. Hier ist richtig. So, in Gütersloh stehen die meisten Leute. Können wir mal hingehen. 185 Passagiere stehen hier. Und wo wollen die alle hin? Bad Zwischenahn 10, Bad Zwischenahn 1, Königsbrunn, Königsbrunn 56, Lüneburg. Okay, das ist diese Straße. Ah, ich glaube, wir sind jetzt mit dieser langen Strecke da unterwegs. Das bedeutet vielleicht, hier stehen noch mehr für Lüneburg. Auf der Linie hier unten sind vielleicht zu wenig Züge. Ist der ist einer davon? Zwischen Ahnen, Gütersloh, Lüneburg, Burg. Ja, der ist es. Und Fahrzeugdetails? Nee. Nee, den will ich ja gar nicht so haben. Ich will den haben. Fahrzeugliste. Da sind nur zwei Züge drauf. Das ist zu wenig.
Das bedeutet, wir werden da noch einen wenigstens mehr draufsetzen müssen. Zug, der, Passagiere, der, der und der. Und Bedientlinie. Gütersloh. Nee, wie ist denn das? Zweibrückenburghafen ist unten? Nee. Zwischen an Gütersloh und Lüneburg, das ist er. Und da ich glaube, dass einer zu wenig ist, weil das eine sehr lange Strecke ist, machen wir das so. Starten den ersten. Kommt da schon raus. Lassen den schon mal ein ganzes Stück vorfahren. Und dann starten wir auch den zweiten. So, dann sind da vier drauf, dann sollte das besser laufen. Wir stehen hier 46. Die wollen auf alle Fälle alle nach Gütersloh. Wir stehen an der Burg, ah, da ist gerade einer losgefahren, das heißt, da steht keiner mehr, das ist dann okay. Und der hat da schon 46. Wir steigen in Lüneburg aus, 6er, das heißt, er hat noch 40, das würde er noch 22 wieder zusteigen lassen können. Aber hier stehen auf jeden Fall mehr, die da weg wollen, ne? Ja, auf jeden Fall, die wollen ja alle weg. Will ja keiner zur Burg. Das heißt, da bleiben wieder welche stehen. Das heißt, es war, glaube ich, die richtige Entscheidung, da mehr Fahrzeuge draufzusetzen. Wie viele stehen denn hier unten so? Oh, hier wartet schon einer, dass er da vorbeikommt. Das ist nicht gut, oder? Wir müssen da noch was mit Ausweichen machen, denke ich. Hier steht auch schon einer. Okay. Dann lass uns mal schnell hier noch eine Ausweichgleis bauen. Signale. So müsste es gehen. Auf der langen Strecke gibt es schon genug Ausweichen, oder? Ja. Bis davor. Aber hier ist gerade natürlich kein Zug, ist klar, ne? Die sind gerade alle hier. Wo kommt denn der jetzt weg? Da steht doch einer im Weg, oder? Okay, dann ist der bis dahin vorgefahren und dann ist der. Aha, okay, weiß ich keine Ahnung, wie der da jetzt hinkommt. Ist mir gerade schleierhaft. Und der steht jetzt wofür da? Wartet auf freie Strecke, der will hier runterfahren, ne, oder? Na, das ist jetzt hier komisch mit dem Signal. Ich glaube, da müssen wir ganz schnell was ändern. Die Signale müssen da weg. Die stehen da definitiv falsch. Das war noch für einen Zug gedacht, sozusagen, ne? Und da müssen wir hoffen, dass der da jetzt da bleibt. Der wegfährt. Und der kann jetzt hier vorfahren. Jetzt bitte fahren. Was ist mit dem? Was zwischen an Rathaus ist hier unten. Ja. Warte mal, was war das? B ist die Belegung der Züge zu sehen. Er hat nur bis hierhin reserviert. Okay, diese Pfeile sind neu, glaube ich, kann das sein? Die habe ich noch nie sonst gesehen. Lass uns mal die Lupe nehmen, nochmal in den Zug reingehen. Dann wieder raus, vielleicht fährt er dann weiter. Wartet immer noch auf freie Strecke. Wieso? Das ist jetzt schlecht. Kriegen wir das jetzt wieder hin?
Nee. Das ist jetzt komisch, aber egal. Jetzt fährt er bis dahin. Dieses müssen wir gerade wegnehmen. Jetzt steht der da schon und der fährt immer noch nicht weiter, ne? Oh Mann. Ah, jetzt fährt er endlich, zum Glück. Ja, sieht ein bisschen komisch jetzt hier aus, aber ist halt so, ne? Der fährt jetzt da weiter. Und warum fährt er jetzt nicht bis dahin? Also dieser hier, der ist ein bisschen komisch, der Zug. Wartet der jetzt, bis der da vorbei ist, oder was? Der so viel reserviert? Nee. Dieser Zug macht jetzt gerade Dingens, sag schon. Zum Depot. Vielleicht kriege ich ihn so wieder ins geregelte Fahrleben. Jetzt fährt er weiter. So, jetzt habe ich den wieder umgedreht. Jetzt fährt der nach da. Und ich hoffe, der fährt jetzt bis dahin und dann klappt es mit dem Weiterfahren, ne? Ich hoffe, der fährt jetzt dann da lang. Ne, macht er nicht. Der wartet, bis der durch ist, oder? Genau so ist es. Der fährt jetzt auf jeden Fall schon mal weiter wie eben. Keine Passagiere. Da sind 62 drinne. Da sind keine drin. Der fährt jetzt aber auch und einer muss ja schon durchgefahren sein, oder? Einer muss ganz weit hier hinten irgendwo sein, oder? Vertue ich mich? Vertue mich. Eins, zwei, drei. Ist die Frage, wo der vierte ist? Hier ist der vierte. Alle voll. Ja, vier Stück drauf, vier Stück voll und wir müssen dann in der nächsten Folge gucken, ob wir nicht doch noch einen mehr drauf machen. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.